Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Little Nightmares. In der letzten Folge, oh mein Gott, es geht hier sofort weiter, oder was? Wir sind den Köchen entflohen, die haben uns verfolgt, wir haben sie nicht getötet, so wie Mr. Langarm. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass die eventuell irgendwann nochmal aufkreuzen. Wo zur Hölle laufen wir gerade hin? Wir fallen einfach runter, weil ich ein Volldepp bin, alles klar. Naja, dann haben wir zumindest Zeit, den Kommentar des letzten Videos. Hier mal, oh, ist das ein Fisch? Hätte ich den Fisch mitnehmen können? Schade, Schokolade. Hier anzupreisen. Da kam nämlich von LRC44 und in diesem hat er geschrieben, oh, dieses Spiel ist so gut gemacht, aber jagt einfach auch Angst ein. Und, oh mein Gott, ich bin wirklich zu blöd, um gerade auszulaufen. Kann das sein? Ah, krieg ich es diesmal hin? Gerade auszulaufen, ohne runterzufallen? Das wäre ja der Ober... Oh, geil, ja, dieser wird's was. Da ist die rettende Leiter. Oh, fällt das hier alles runter? Das sieht so aus, als wenn das gerade alles umkippt. Wo kommen wir hier hin? Ist das diese Mauer aus Game of Thrones? Nur, dass sie nicht aus Eis ist, sondern aus Eisen? Okay. Kommen gleich die Drachen und speien mich hier weg, kann auch sein. Und ich warte nur drauf, dass oben angezeigt wird, wo wir als nächstes hinkommen. Aber scheinbar diesmal nicht. Wo geht's denn jetzt hier hin? Aha, es ist nämlich doch ein Schiff. RIP. In der ersten Minute dreimal gestorben. Das muss man halt auch erstmal hinbekommen. Wir sind einfach wirklich in dem Schiff. So, was ist denn meine Meinung zu diesem Kommentar? Erstmal, wenn ihr auch Kommentar des letzten Videos sein wollt, dann schreibt jetzt in die Kommentare, was auch immer ihr über diese Folge denkt. Guck mal, da hinten sind die bösen Leute, die wir anscheinend als nächstes kennenlernen. Aber ja, ich kann ihnen da nur zustimmen, den LRC44, denn ich liebe dieses Spiel, es ist gut gemacht. Ich liebe es für den Artstyle und so und ich dachte halt wirklich, dass es einfach so ein Kunstspiel ist, ja? So ein Kunstspiel-Indie-Spiel, auch wenn es von Bandai Namco ist, okay. Aber dass es wirklich ein Horrorspiel ist, wo man verfolgt wird, etc., damit habe ich halt wirklich gar nicht gerechnet. Das hat mich ein bisschen erschreckt und dafür hasse ich es auch ein bisschen, weil ich hasse Horrorspiele. Aber für den Artstyle und dieses ganze Künstlerische spiele ich es sehr gerne. Da stimme ich also zu. Meine kleine Möwe ist da hinten und was sind das für Leute, die alle raufkommen? Ah, die wollen, das sind bestimmt reiche Leute und die wollen alle Kinder essen und die Kinder werden hier gemästet, etc. Ja, deswegen sind die auch alle so fett und eklig und sehen aus wie reiche Leute. So, aber jetzt, das sieht jetzt halt 1:1 so aus wie bei Chihiros Reise ins Zauberland, oder nicht? Diese alte Hexe bei Chihiros Reise ins Zauberland, die sah genauso aus wie die Typis da unten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich deren Gesichter sind. Die haben irgendeine Maske auf oder so. Halt 1:1 Chihiros Reise ins Zauberland. Vor allem, Spoiler-Alarm, in Chihiros Reise ins Zauberland, da wurden doch die Eltern von der Hauptperson auch von der Hexe in Schweine verwandelt. Und was isst man so als Mensch richtig? Man isst Schwein, außer man ist Muslime. Aber sonst isst man Schwein oder Vegetarier oder irgendwas anderes. Aber Schwein ist schon so ein Grundnahrungsmittel eventuell für einige Leute. Deswegen, ich sehe hier, ich erkenne hier sehr viele Gleichnisse. Die sehen doch alle anders aus, ey. Wenn ich hier hochkletter, die fressen mich doch sofort auf. Oh Gott, die sehen mich sowas von. Hallo, bitte nicht fressen, ich bin nur Zierde, genau. Immer da geradeaus, immer geradeaus in die Küche hinein. Oh, da ist ein neuer, guck mal, da oben. Und die ist dünn. Ist das die, die hier alles vorbereitet? Das ist die Frau, die wir ganz am Anfang gesehen haben, die sich umgedreht hatte. Die hat uns entführt, die blöde Kuh da oben. Oh, das sieht alles so asiatisch aus, das gefällt mir. Let's go! Welcher Runterfall, bin ich garantiert tot, deswegen lassen wir das einfach mal. Wo geht ihr alle hin, hä? So. Alright, alright. Also die gehen bestimmt alle in die Küche. Und ich sehe dann gleich, wie meine ganzen Freunde, zum Beispiel auch Eduardo, der mir Brot gegeben hat, damit ich nicht verhungere, einfach alle gefressen werden. Oh Gott, beginnt das große Fressen? Ist übrigens ein guter Film, das große Fressen. Alle, oh nee, alle angucken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Oh, ich sehe sie hier alle schon. Das ist einfach ein Lokal und die fressen Kinder. Schmeckt's? Ja, das ist schön. Alter, richtige Schweine. Die essen keine Schweine, sondern sie sind die Schweine. No, 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 no. Halt dein Maul. Ah, what the fuck? Wie er auch aussieht. Nein, bitte lass mich einfach gehen. Sorry, dass wieder meine Stimme so erhöht wird. Hä, wieso krabbelt der denn auf allen Vieren? Ist er einfach bescheuert. Und die anderen juckt das auch nicht. Ihr seid so fett, ihr könnt mich niemals erwischen. Er verfolgt mich einfach trotzdem weiter. Das ist so ekelhaft alles. Alter, aber auch so schön. Es ist so schön, dass es so ekelhaft ist. In seiner Schönheit ist das richtig schön. Ja, ja, chillt mal. Ich bin nur ein Krabbelfiech. Alles gut, ja? Muss ich wirklich auf ihren Rücken? Es ist so schön, dass sie nicht an mich rankommt. Tja, sorry, Madame. Aber heute kein Fressen für dich. Nee, nee. Wie eklig sie sich... Okay, aber ich will hier einfach weg. Das ist alles so ekelhaft. Die essen halt... Nur Fleisch, ne? Nichts anderes. Wisst ihr, dass es auch noch andere Nahrungsmittel gibt, außer Fleisch so? Ich will ja nicht sagen, dass ihr deswegen so fett seid und ein bisschen ungesund ist das bestimmt auch, aber doch, schon. Ja, das war doch ein schönes Erlebnis. Nicht wahr, kleiner
Nibu, Schmabu, Knabu, Dabu? Ja, alles wird gut, mein Kleider, alles wird gut. Du wirst nicht gefressen. Hier sind wir sicher. Bei der Socke. Das ist so süß, wenn er mal mit einem mithüpft. Ja. Ja, geil. Okay, komm mit, kleiner Nibu-Schmibu. Ich glaube, hier können wir nicht viel machen. Wir müssen tatsächlich auf den Tisch. Moin, Leute. Da bin ich. Na, was geht? Schmeckt? Das ist schön. Kann ich sonst... Oh, kann ich sonst irgendwas machen? Hast du mich gesehen? Nee, hast du nicht, ne? Hi. Ach so, wolltest du... Wolltest du die Flasche? Hier, nimm doch. Schenk ich dir. Juckt nicht. Er stopft einfach alles in sich rein. Tja, ist jetzt die Frage. Muss ich da rechts hoch oder muss ich tatsächlich an den vorbei? Ach komm, die haben so kleine Hände. Die kriegen mich nie. Die kriegt er mich. Ich bin einfach zu schnell. Er frisst mich halt wirklich einfach. Hallo, ich habe noch voll die Knochen in mir. Okay, ich muss tatsächlich an allen vorbei und dann da oben links über die Dächer irgendwo anders hin. Oh Mann, okay, na gut. Okay, let's go. Jewadibo, ihr erwischt mich nie. Ihr habt zu kurze Hände, weil ihr einfach Kacke seid. Oh, sorry, ich wollte den Wein nicht ausschütten. Fresst einfach weiter. Der Wein war sowieso ein billiger Fusel. Ich habe euch nur erlöst. Hui. Oh, nee. Warum bin ich nicht so ein Vollidiot? Hey Leute, da bin ich wieder. Aber beachtet mich gar nicht. Ich bin nur zu dumm zum Hüpfen. Bitte fresst mich nicht nur, weil ich zu dumm zum Hüpfen bin. Das wäre ganz toll. Danke. So. Jetzt aber, jetzt mach doch mal einen beherzten Sprung darüber, dankeschön. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Wir müssen doch nicht über die Dächer, wir müssen einfach hier hoch, wie es scheint. Alles klärchen. Vielleicht kommen wir ja zu dieser Madame und die kann uns dann sagen, was hier überhaupt abgeht. Muss ich wirklich auf die andere Seite? Schon, gell? Oh ja, hier fühle ich mich ja richtig sicher auf dieser Seite, wow. Und die kriegen eh nichts mit, die bampfen. Oh, okay, kriegen nochmal, ja, ist ja in Ordnung, Leute, ist ja in Ordnung. Ach, da werdet ihr plötzlich ganz schnell, ne? Wenn ihr Frischfleisch seht, da habt ihr richtig Bock drauf, aber ich nicht. Sorry, Leute, da habe ich wirklich gar keinen Bock drauf. Aber ihr könnt gerne diesen Wein haben, nehmt dies. Wie die sofort aufspringen, sobald die einen sehen. Hallo, lol, guck mal, der hat einfach ein Fleischstück oder so unter seinem Stuhl. Oh, ja moin. Was geht? Na du? Geht's dir gut? Ja? Das ist schön. Hier kommst du garantiert nicht durch, weil du zu fett bist. Ja moin. Okay, muss ich jetzt wirklich einfach über den rüber oder was? Hui! Bye bye! Du Vollidiot! Wäre richtig geil, wenn man den einfach reiten könnte. Aber scheinbar geht das nicht. Ja, bitte geh. Bitte lassen Sie mich. Ich bin ein super Fußballer. Deswegen kann ich richtig gut hier grätschen. So, okay, den haben wir auch überlebt. Oh nö. Oh nee, da kommt doch bestimmt gleich einer an. Ja, natürlich kommt da einer. Dieser blöde Koch ist wieder da. Kann ich mich... Oh, ich kann mich auch nirgendwo hier verstecken, oder? Ich kann mich einfach nirgendwo... Ah, die Tür ist offen. Warte, wo kann ich mich denn hier verstecken, bitte? Keiner da. Keiner da. Naja, tschüss. Drei Kloschüsseln nebeneinander? Wie ekelhaft ist das denn, bitte? Und warum ist der Koch schon wieder hier? Der ist halt auch immer noch sauer auf mich, ne? Die haben mich ja in der letzten Folge verfolgt gehabt. Ja, jetzt steht er da rum und ich kann gar nichts machen. Willst du mich jetzt Vollkopf flachsen? Hey, pst. Psst, psst, hallo? Hallo? Leben Sie? Hallo? Hinter Ihnen? Guten Tag. Hallo? Wollen Sie mich nicht... Na gut, tschüss. Ich gehe da mal, ne? Hä? Oh, hat mir seinen Kopf abgerissen damit. Das wäre richtig witzig. Hä, so ein Vollidiot. Wieso? Okay, whatever. Einfach nicht hinterfragen. Dieses Spiel einfach niemals hinterfragen. Wir gehen einfach mal in die erstbeste Tür rein. Wird schon richtig sein. Hi. Ja, das sind sowas von diese Oben-Gesichter. Ja, stimmt. Der ist auch so komisch gelaufen. Das Spiel ist sowas von Chihiros Reise ins Zauberland angetan. Jetzt ohne Witz, das kann mir keiner erzählen, dass die sich nicht irgendwas abgeguckt haben von Chihiros Reise ins Zauberland. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Ein riesiger Fisch! Es ist doch den, Leute! So ein riesiger Fisch ist doch viel geiler als so ein kleines, ekliges Kind, an dem fast gar nichts dran ist. Oh Leute, was geht denn ab bei euch? Was geht denn ab bei euch? Ihr bringt die ganze Bude hier zum Schütteln. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist ja richtig scheiße. Lass mich alle in Ruhe. Alter. Oh, der eine fällt sogar runter. Geil, wir haben wieder einen getötet. Ihr seid so ekelhaft. Aber die tragen wirklich alle Masken, nicht wahr? Also alle. Nicht nur diese komischen Leute. Und dann lassen sie von mir ab. Ey, vielleicht können wir uns ja verwandeln. Wir nehmen hier einfach diesen Hut und dann denken die, wir sind einer von denen. Ist das nicht der Masterplan überhaupt? Scheinbar dich. Alles klar, haben wir doch easy peasy auch überlebt. Oh, darf ich nochmal zurück? Da war eine Lampe. Schade. Ey, oh Mann, jetzt habe ich doch vor... Und jetzt habe ich auch noch Hunger. Jetzt habe ich doch vor jeder blöden Tür Angst. Habe ich doch vor jeden blöden Tür Angst.
wenn da irgendeine gleich wieder aufgeht, während ich Hunger habe, dann bin ich sowas von am Arsch. Aber mir gefällt der Style hier. Das ist alles so asiatisch angehaucht. Japanisch-asiatisch. Hallo, kann mir bitte irgendjemand wieder was zu essen geben? Mein Bauch spielt wieder Hund. Mein Bauch spielt Hund. Und ich finde das nicht gut. Wenn mein Bauch Hund spielt, dann ist das überhaupt nicht gut. Mein Bauch macht komische Gefühle in mir. Und zwar keine guten. Oh, hallo, kleiner Nimbus. Hast du da ein bisschen Fleisch für mich? Oh, gibst du mir wirklich dein Fleisch? Das ist sehr, sehr lieb. Aber ich fress dich! Nom, 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 nom. Mann, das ist... Warum? Er hat mir sogar sein Essen gegeben. Von sich aus. Von sich aus. Wieso frisst du ihn auf? Das war doch gut genug. Aber nein. Ich muss dieses blöde Pilzding fressen. Das nett zu uns war. Die haben uns nie was getan. Die waren nett zu uns. Und sie frisst die einfach trotzdem auf. Ich mag meinen Hauptcharakter hier nicht mehr. Ich mag die Sticks. Ich mag die Sticks nicht mehr. Die ist mir unsympathisch. Oh, da ist Madame. Hallo, Madame. Soll ich Ihnen folgen oder gehen Sie einfach ohne mich weiter? Alles klar, ich nehme dann diese Magdalena hier mit, ja? Ich habe eh schon welche übersehen. Ich glaube, wenn man die alle gemacht hätte, dann hätte man noch irgendeine Errungenschaft bekommen. Aber hier war auf jeden Fall Madame, ich drehe mich um und guck dabei ganz fies. Die war hier gerade. Und so wie es aussieht, müssen wir ihr tatsächlich folgen. Mal gucken, wo sie hin will. So, Madame, wo sind Sie denn hingefahren? Oh Gott, wenn da jetzt wieder der Koch hochkommt, ne? Dann raste ich aber aus. Da ist garantiert wieder irgendwas drin. Nee, oh, wir haben mal Glück. Das ist ja toll. Okay, der Madame hinterher. Und das war der Gästebereich. Ging es gar nicht so lang. Das war ja die kürzeste Folge ever. Das war Kapitel 4, Leute. Dann kommt jetzt nur noch das finale Kapitel und dann sind wir tatsächlich mit diesem Spiel durch. Okay, also das war die kürzeste Folge, aber es war auch irgendwie vom Artstyle die geilste Folge, fand ich. Das war halt einfach das große Fressen jetzt. Gut, dann das nächste war das Finale. Mal gucken, wie lang die Folge dann wird. Vom Artstyle fand ich diese Folge richtig geil, hat mich mega an Chihiros Reise ins Zauberland erinnert. Evolutul. Gut, dann sehen wir uns aber bei der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.